Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier hier am Start mit einem neuen Sound of War Video. Heute ist Montag und das heißt, heute beginnt der nächste Belagerungskampf. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich reingeschaut, also seien wir gespannt. Ich hoffe, dass meine Gilde heute Morgen ein bisschen Zeit hat und angegriffen hat. Bitte, 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 es ist momentan kurz vor 15 Uhr. Also sind schon so ein paar Stunden vergangen. Bitte lass nicht wieder alles kaputt sein von uns und lass uns überhaupt eine Möglichkeit haben anzugreifen. Naja, okay, also 9 Basen haben wir. Was ist damit? Okay, wir können die angreifen. Wir können die angreifen. Wenigstens können wir ein paar angreifen. Die hier bringt relativ wenig momentan, weil die Tower dazwischen getrennt sind. Die ist ganz okay. Außer der Tower wird danach kaputt gemacht. Und dann haben wir noch den hier. Und hier wird gerade rot... Wir werden von rot angegriffen. Oh Gott. Wieso? Okay, also ich liebe dieses Prinzip, aber es ist so hart, wenn man nicht... Wenn viele Leute nicht viel Zeit haben, ist es wirklich hart. Bevor wir uns aber in den Kampf stürzen, ihr seid ja an meiner Seite und unterstützt mich. Eine Neuigkeit und zwei Werbungen. Also Gildenwerbungen. Als allererstes die Neuigkeit. Ich versuche mir gerade ein neues RTA-Team zu bauen. Es kommen in den nächsten Tagen einige RTA-Videos. Da ist dieses Team noch nicht eingebaut. Da seht ihr andere Teams. Aber ich versuche mehr und mehr weniger Windpanda in den Videos zu benutzen. Ich versuche natürlich viele von euch, naja, zu unterhalten und manche sagen, Windpanda ist langweilig. Aber ein Kommentar war sehr gut, der hat das treffend dargestellt. Natürlich benutzt man auch seine stärksten Monster, weil man auch gewinnen will und gegen starke Gegner ist dann halt Windpanda sehr gut. Aber ich baue mir momentan ein neues RTA-Team ohne Windpanda. Ja, und vielleicht kriegen wir es hin. Also ich arbeite dran, nur damit ihr schon mal wisst, dass ich wirklich auch versuche, weniger Windpanda zu benutzen. Und gleich werden wir dann Windpanda wieder benutzen. Aber im Belagerungskampf ist der nach einem Kampf direkt weg. Also werden wir gezwungen, andere Monster zu benutzen. So, zu der Werbung. Als allererstes gehen wir zu Matt. Ich glaube, die heißen Matt Steinchen. Stimmt das? Nicht stimmt. Autokorrektur. So, jetzt haben wir es gefunden. God damn, nach dem dritten Versuch. Ich habe mich die ganze Zeit vertippt. Die Gilde von Sophie sucht ein paar Mitglieder. Ja, ihr seht hier in der Beschreibung alles, was ihr erfüllen müsst. Es würde mich sehr freuen, wenn ein paar Leute in die Gilde kommen. Sind sehr nette Leute. Auf Sophie kann man sich verlassen. Also ist das direkt genau das Richtige für euch, wenn ihr den Anforderungen entspricht. Ich lese das einfach mal vor. Hey, zusammen. Hier sind wir. Da seid ihr und willkommen zu den Mad Steinchen. Ja, wir sind eine nette deutsche Early Game bzw. Midgame Gilde und suchen nette aktive Member. Wir wollen eine schöne Gemeinschaft aufbauen und zusammen besser werden. Laienpflicht. Dann müsst ihr Miss Müllermilch adden in Laien. Anschreiben mit Ingame-Namen, Beitrittsbedingungen Deutsch, German, Level 50. Ungefähr 6 Stars mit recht guten Runen. Das heißt nicht Endgame-Runen, aber vernünftige Runen. Also keine Flat Stats und so. Ich hoffe, dass ein paar Leute zusammenkommen. Würde mich sehr freuen. Lasst Sophie ein Herz von mir da. Das wäre mega. So, und dann gibt es auch ein paar Plätze in meiner Gilde. Wir haben momentan 3 freie Plätze. Wir suchen momentan, hier steht zwar ab 50 Six, kleiner Unterschied, ab 50 Sixers, aber es spielt eigentlich gar keine so große Rolle. Ab dem Bereich kann man auch 100 Sixers haben. Ihr müsst einfach gute Runenqualität haben. Arena-Rang und so ist auch total egal. Ihr müsst einfach nur, ihr müsst gut im Belagerungskampf mitmachen, ihr müsst gut im Gegenkampf mitmachen und ihr braucht wirklich gute Devs. Ja, also das ist sehr wichtig. Schreibt Odin, Darky oder mir in Line zum Bewerben mit Hashtag Bewerbung. Und würde mich sehr freuen, wenn wir da ein oder zwei Leute dazu bekommen. Wir haben auch 2 neue. Viele Grüße an Brandon und an Bärchen. Hi! Ich hatte noch nicht Möglichkeit, mit den 2 richtig zu schreiben, aber scheinen gute Leute zu sein. Ihr seht, mein Mana ist relativ, naja, wenig geworden für meine Verhältnisse. Aber gut, so, die Basis wurde von uns jetzt auch erobert. Nein, wir haben die erobert, okay.
heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, nur den Shit anzugreifen und die Nummer 8. Beginnen wir mal mit dem hier. Rot 3. Holy shit. Rakan Orion Kamu. Sollen wir, ich weiß es nicht, wir müssen wir direkt ehrlich gesagt im ersten Schwert unserem Windpanda rausholen. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass wir direkt Windpanda verballern und dann ist er weg. Ja, ich glaube, dieser andere Tower ist nämlich ein Plus, also ein Forster Tower. Und ehrlich gesagt, meine Erkältung, ich fühle mich von Tag zu Tag schlechter anstatt besser und das ist irgendwie richtiger BS. Ich denke, dieses Team kriegt das hin. Dann killen wir als erstes den Orion. Und ja, oder Satela, nee, ich glaube Emma ist besser. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich hoffe, auf dem Orion ist kein Wille. Bitte sag mir, dass auf dem Orion kein... No, Flami! Why? Um ihn jetzt nicht zu ärgern, ich wette, er verliert. Ich wette, er verliert. Nein, okay, ich warte mal ab. Ich schneide euch das ganz kurz raus, beziehungsweise, nein, Spaß, natürlich... Das war wirklich Spaß. Ich meine, er hat auch Nummer 9 erobert. Aber ich wollte jetzt angreifen im Sinne des Videos. Aber wir warten jetzt ganz kurz ab und dann sehen wir uns in 2 Sekunden wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Was habe ich euch gesagt? Bitte nicht nochmal. Okay. Nein, es war natürlich. Es ist eine starke Defense. Also von daher, ich weiß selbst nicht, ob ich gewinne. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Leo und Emma. Also ich habe sehr viel mit meinen Runen vor. Ich werde auch sehr viele Monster umruhen. Beziehungsweise ich werde auch andere Monster benutzen. Das werdet ihr in Zukunft sehen. Wir gehen jetzt rein. Also ich habe große Pläne in Sound of War. Ich freue mich sehr. Also ich bin momentan mega motiviert. Alright, auf Wille! Shit. Why, man? Why? Bitte. Oh my god. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich natürlich mit Schutzwille irgendwas reingegangen. Dann hätte ich... Boah, shit. Shit, Orion. You suck, man. Fuck. Sorry. Wir haben noch nicht verloren. Vielleicht derp der Orion. Bitte derp. 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 Bitte klatsch kein Defense Break drauf. Please, man. Oder mal ein Defense Break bei Emma oder so. Derp. Okay. Er derpt, aber wir haben trotzdem jetzt den Defense Break auf Leo. Oh, Gott. Oh, Gott. So, wir geben uns aber natürlich den Defense Buff. Damit mein Leo jetzt nicht so viel von diesem Rakan abbekommt. Naja, 8000 und zum Glück resisted. Das heißt, wir können jetzt das machen. Bam, in your face, Orion. Und dann arbeiten wir als nächstes erstmal an der Kamui. Ich wollte gerade Kamu sagen und dann kam Kami raus und jetzt so Kamiu. Kamiu Strip, sehr gut. Und dann werden wir die Kami proc. Da die Kami sowieso immer proct und sich healt, werden wir an dem Rakan arbeiten. Auch wenn er Collapse hat, ist mir das egal. Außer er Collapse dann zu oft. Jetzt hör auf, Rakan. Emma, überlebe. So, jetzt arbeiten wir nicht an Rakan, weil er wieder Immunity hat. Wir können ja ein bisschen destroyen. Oh Gott, ist das ein Gewaltrakan? Ich habe irgendwie im Gefühl, das ist ein Gewaltrakan, richtig? Jetzt fange ich schon wieder mit diesem richtig an. Jetzt arbeite ich doch an Rakan. Oh no! Okay, wir healen. Oder, ja, wir healen. Wir healen, wir killen diesen Rakan gleich. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, ich denke, das haben wir gewonnen. Easy game. Auf Leo ist Verlass, ne? Einfach diese Crits gegen Rakan. Dann gehört der Tower uns. Sehr gut. Übrigens, heute gibt es auch wieder eine Frage des Tages. Leute, greift nicht meine Basen an. Ich möchte auch noch ein paar Kämpfe einbauen. Nicht nur einen Kampf in diesem ganzen Video. Heute gibt es auch wieder eine Frage des Tages. Wenn ihr eine Frage habt, einfach Hashtag FDT in die Kommentare schreiben. Und ja, holy shit, meine Emma wird sterben. Eigentlich kann ich mit Leo auch den zweiten Skill raushauen. Der macht ein bisschen mehr Damage. Jedenfalls... ja, gibt es eine Frage des Tages, wenn ihr fragt, einfach Hashtag FDT in die Kommentare schreiben. Es sind sehr viele interessante Fragen in letzter Zeit gekommen. Ich bin auch wieder aktiv in den Kommentaren. Das ist gut, also das ist so der Vorteil von meiner Erkältung. Ich setze mich dann gerne mal hin und lese Kommentare und beantworte die. Und ja, das ist ganz gut. Also sehr viele nette Kommentare, ein Herz für euch, muss ich euch auch mal wieder lassen. Wir haben das jetzt gewonnen, easy game. So, die gehört jetzt uns. Wen greifen die denn an? Irgendwie wird... Wir werden doch zwei angegriffen, oder? Basis Nummer 11 und 8. Oh, die ist neu dazugekommen. Okay, cool.
Das ist natürlich eine easy death. Müssen auch hier neue reinsetzen. Das mache ich aber jetzt nicht im Video, oder? Ich setz nur eine Orion Death von mir rein, mehr nicht. So, den Rest können meine Leute gleich machen oder ich mach's nach dem Video. Spielt ja keine Rolle. So, wen sollen wir angreifen? Nummer 8. Sieht relativ ugly aus, hä? Sieht sehr ugly aus. Ew. Werde Trevor und Amarna. Ich glaube, ich will aber den hier angreifen. Irgendwen hiervon. Ciara Bestet Perna. Classic Cyrus. Und natürlich wurde das kaputt gemacht. Das ist zu einfach, diese Defense. Leo. Das sieht interessant aus. Ich weiß natürlich nicht, welche angegriffen werden. Leider steht da nie, welche Devs angegriffen werden. Das ist so das Problem. Ist hier meine Cyrus Dev? Ja. Nice. Meine Cyrus Comp, nicht Dev. Nehmen wir das hier. Dürften wir ihn kriegen, hoffentlich. Mein Cyrus hat ein Upgrade bekommen. Das wollte ich euch ja zeigen. Stimmt. Wollte euch diese Rune zeigen. Erinnert euch an die Crit Damage Rune von dem Crafting Video? Die ist daraus geworden. Also das ist daraus geworden. Hat leider noch keine Grindstones bei Defense oder Attack. Aber 20% Crit Rate. Sehr gut für Cyrus. Wir haben jetzt genau 96% Crit Rate. Bin sehr zufrieden. Und ja, also hat sich gelohnt. Es war beim zweiten Stein sogar. Das ist mega. So, die derpt. Solange wir sie resetten, ist das kein Problem. Das einzige Problem ist, mein Cyrus hat 18% Accuracy. Oh no! How dare you? Galeone, du hast 88% oder 87% oder 89% oder 90% oder was auch immer. You fucking piece of shit, Galeone. Und mein... Okay, wenigstens Ciara wurde resettet. Perna leider nicht und wir kriegen Weaken Attack drauf. Nein, Ciara! How dare you? How dare you? Wir machen jetzt das hier. Shit. Lande die Dots, Cyrus. Lande die Dots. Die Ciara lebt noch immer. Oh, warum? Warum? Why you do this, man? Ah, wir killen die jetzt. Okay. So, Cyrus. So, next. Jetzt ist Weaken Attack weg. Defense Break. Komm, kill. Okay, nice. Egal, die sterben ja sowieso. Fucking Galeone, auf den kann man sich auch nicht wirklich verlassen. Aber nice win. So, dann haben wir noch das hier. Das wollte ich angreifen, das sieht lustig aus. Wir nehmen Rakuni, okay. Rakuni ist irgendwie cool gegen Leo. Rakuni. Und dann nehmen wir, wer countert Poseidon und wer countert Perna? Wie wär's mit Harmonia und einem was? Ein Wassermonster wird aber dann von Leo die ganze Zeit angegriffen. Ich glaube, das ist doch nicht so gut mit diesem Team, oder? Vielleicht lieber Orion, weil mein Orion auf Wille ist. Orion, Rakuni und... Wen habe ich neu bekommen? Retouch? Ne, Retouch ist nicht so gut. Ich habe jetzt auch Rina als Sixter gemacht. Cool, hä? Ist nicht so spannend für die Kämpfe, das ist eher für die Rush und so. Laika? Laika kann ja eigentlich Beast machen. Ja, Laika ist ein Beast. Und wir healen, ich denke, das ist ganz gut. Wir können Feuerverteidigung nehmen oder allgemeine Verteidigung. Ich denke, wir nehmen allgemeine Verteidigung. Perna wird dann auf uns gehen. Wir versuchen so schnell wie möglich diesen Poseidon auszuschalten. Ja. Oh no! Ich hasse es. Es war so klar. Oh Gott. Ich warte mal, wie es aussieht. Das ist Basis Nummer 11. Oh, ich wollte doch dagegen kämpfen. Ich hasse es. Für Videos sind Belagerungskämpfe wirklich schrecklich. Beziehungsweise, es wäre ganz einfach, wenn das System eingebaut wird, dass man sieht, wer angegriffen wird. Oder ja, dann wäre es fertig. Haben wir hier irgendwas Lustiges? Das sieht sehr hässlich aus. Das sieht sehr, sehr, sehr hässlich aus. Dann haben wir das hier und dann haben wir das hier. Dann haben wir das hier. Das ist so einfach easy Kupfer. Das ist Cyrus, aber Cyrus ist tot. Wen sollen wir denn jetzt angreifen? Was wäre sinnvoll? Wäre es sinnvoll, gelb 11, 12 wäre ein gutes Ziel. Sind leider noch nicht da.
Damit wir aber unsere neuen wieder verbinden, mache ich das jetzt hier mal. Marz? Ist das der YouTuber? I don't know, ehrlich gesagt. Sollen wir das wirklich angreifen? Artamiel? Das sieht so ugly aus. Ich würde einfach... Na, da ist Molly dabei wegen Glancing, sonst würde ich Ignore Defense machen. I don't know. Gucken wir mal diesen Theomas an. Oh, ich wollte Leo benutzen. Leo ist weg. Ups, Leo ist weg. Wir können Diaz als Tank für diesen Lichtdings nehmen, aber ich glaube, Diaz ist relativ schnell tot. Dann können wir noch Ciara nehmen. Ciara und dann Tessarion. Das sieht nicht nach einem guten Team aus. Das sieht schrecklich aus. Lassen wir es lieber. Schau mal kurz. Oder rote 12. Rote 12, die können wir doch nicht angreifen. I don't know. Wenn das hier noch nicht geholt wurde, dann können wir auch das angreifen. Machen wir das hier lieber. Also. Gegen Molong benutze ich sehr gern Laika. So, Laika oder Harmonia? Meine Harmonia scheint noch nicht so und dann kommt dieser Wähler. Ich denke, sinnvoll wäre hier leider ein Kupfer. Und dann haben wir mit Kupfer diesen Retesh kaputt. Ja, und danach... Ah, Kupfer Bulldozer wäre am besten, oder? Kupfer Bulldozer wäre so easy. Dann hauen wir aber, I don't know. Wir nehmen Laika und dann brauchen wir irgendwie eine Form von, ja, ich glaube wirklich, Immensity und dann entweder Bulldozer oder Kupfer. Was denkt ihr? Oder Retesh, wird das angegriffen? Ich schau mal ganz kurz, bevor ich dann wieder da drauf klicke. Die rote 11. Wisst ihr was? Wir machen jetzt das. Ja, Retesh versus Retesh. Mal sehen, wer öfter proct. Das heißt, wir haben Defense Breaks. Nicht so oft, though. Aber wir sind tanky. Wir können strippen mit Zartela. Ich habe kein gutes Gefühl. Aber... Ich habe absolut kein gutes Gefühl, aber let's go. Oh no, ich habe jetzt hier wirklich ungelogen 10 Minuten fast oder so gebraucht, um zu gucken, was ich hier wirklich nehme. Okay, ich denke ich mal erstmal, soll ich direkt den zweiten Skill machen? Ich mache den ersten oder den zweiten Skill. Ich will den zweiten Skill erst machen, wenn ich den Defense Break bekomme. Aber den kriegen wir sowieso nicht so schnell hin. Bitte nicht, landet nicht in Defense Break. Okay, gut. Okay, gut. Okay. Nein, jetzt kriegen wir den Provoke rein. Uff. Und der stunt gleich. Wetten? Wir machen jetzt erstmal das hier. Nice Pro, komm. Strip! Sehr gut, Zartela. So, shit, dass wir jetzt keinen Defense Break machen können. Das ist wirklich ärgerlich. Jetzt hör auf, Fehler. Und jetzt kommen wir davor zum Zug und er kann healen. Er healt nicht. Kein Provoke. Okay, gut. So, ich gebe mal... Ich mache den Heal hier. So, und dann mache ich jetzt den AoE Defense Break. Bitte lande auf diesem Molong. Ja. Sehr gut, Laika revenged. Und Laika müsste jetzt zum Zug kommen, richtig? No! Aber das reicht, oder? Reicht das? Bitte sag, dass das reicht. Die Dots, wir machen ihn jetzt kaputt. Yes. So, dann provoken wir jetzt mal. Wir provoken. Spielt keine Rolle, der kommt sowieso mit seinem Immunity-Shit. Dann machen wir jetzt als nächstes diesen Retouch kaputt. Wir machen wieder Counterface. Das Team klappt, das habe ich noch nie so benutzt. Ich liebe diese Animation von ihr. Ich glaube, den Heal brauchen wir noch nicht. Wir arbeiten einfach mal an dem Gegner-Retouch. Und die AI von Retouch ist immer so ein bisschen merkwürdig mit den Heals. Wow! So, und jetzt get wrecked. Easy. Naja, so easy war es jetzt nicht, aber... Nice, hat geklappt. Da merkt man, wie schwierig es ist, wenn man keinen Wind Panda hat. Es ist so hart, ohne Wind Panda sowas zu besiegen, weil die so mega tanky sind und man braucht irgendwie so ein Backup. Und Wind Panda ist immer so ein kleiner Backup. Ja, also Wind Panda ist wirklich mega Backup. Also, weil das wisst ihr ja sowieso. Aber, Gott, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Ich glaube, ich schneide euch ein bisschen was raus von dieser ganzen...
Rederei von mir, wen wir jetzt angreifen und wen nicht und was es für Vor- und Nachteile gibt, wenn man was genau macht. Wir haben es jedenfalls geschafft. Das Endergebnis zählt. Mit einem lustigen Team. Easy. Naja. Wir haben es geschafft, sagen wir es mal so. So, wen greifen wir denn sonst an? Da unten die 12 ist gleich frei. Ach, die sehen wir ja noch nicht. Ich glaube, das Video geht auch schon ziemlich lange. Rote 11, ja, die habe ich gemacht. Das heißt, wir müssen hier die 10 oder die 11, die gelbe 11 erobern. Die rote 8, wo kämpfen denn meine Leute gerade? Nirgendwo? Wer hat denn als letztes angegriffen? Lydia hat 8 angegriffen. 8 und 11. Also 8 ist anscheinend sehr hart, weil die da alle failen. Dann lassen wir das lieber mal. Ich wollte noch kurz bei dieser 12 reinschauen und dann war es das schon mit dem Video. Also für mich geht es gerade sowieso eine halbe Stunde. Ist ein mega langes Video. Wie viele Kämpfe haben wir jetzt gemacht? 3. Es ist viel länger als im Gildenkampf. Im Gildenkampf seht ihr immer viel mehr Kämpfe. Aber wir gucken jetzt mal bei dieser 12 rein. Bis gleich. Here we go. Oh, das ist eine 4-Star-Dev. Cool. Ja, why not? Sollen wir das angreifen? Oder das? Oder das? Oder das? Ist mir eigentlich relativ egal. Machen wir die Rina kaputt? Oder die Harmonia? Oder, I don't know, oder den Darion, das Light-Team hier. Ich habe irgendwie Lust, das zu bomben. Oder Ignore Defense zu benutzen. Ich glaube, beides ist lustig. Wir nehmen, sollen wir das machen? Das und Dark Tank. Nein, das ist nicht mein Dark Tank. Dark Tank. So, der kriegt richtig einen reingedrückt. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich glaube schon. Müssen dann nur... Wartet ab, was ich mache. Nein! Hallo! Hallo, das war eine Sekunde! Eine Sekunde, nachdem die Base freigegeben wurde. Oh my god, damn! Why you do this, man? Why? Why DCB? Shit, denn das können wir nicht bomben, weil hier ein Raccoon ist. Ich wollte das bomben. Wir können auch die Rena bomben, aber why? Komm, sag mal ganz ehrlich, warum muss das passieren? Oder wir machen das jetzt hier. Dann brauchen wir einen Light Tank. Wer ist mein Light Tank? Ich habe keinen Light Tank, oder? Oh shit. Brauche ich wirklich einen Light Tank? Keine Ahnung, die Icarus geht auf irgendwen. Nehmen wir lieber mal einen Light Tank mit. Light Tank ist heute Gemini. Der kriegt es einfach reingedrückt. Ist mir jetzt egal. Harmonia gibt Immunity für einen Turn und cleansed. Ich denke, hier sind wir am besten mit... Dann nehmen wir hier Kali. So. Und neben Kali nehmen wir noch... Oder sollen wir das Ganze einfach mit Lucian kaputt... Ne, da ist eine Harmonia. Kali. Und dann hauen wir die kaputt, Icarus. Kali und ein Healer wäre ganz nice. Wie wäre es mit Chloe? Nein. Oder? Chloe? Glaubt ihr, Chloe ist gut? Chloe oder auch eine Harmonia? Wir können auch Harmonia nehmen als Healer. Ich glaube aber irgendwie, ja, Harmonia ist nice, weil Icarus geht ja auf Gemini und dann kann ich die HP ausgleichen. Und dann gleicht sie die HP aus und dann gleichen wir uns immer die HP aus. Brauchen wir Speed though? Ist mir egal. Nehmen wir lieber Crit Rate? Nein, wir nehmen Speed. Let's go. Ich hasse dieses System, das nicht angezeigt wird, dann überlege ich 10 Minuten und dann kann ich schon wieder was anderes machen. Kann doch nicht stehen, Team wird gerade ausgewählt oder ist gerade im Kampf oder so. Boah, schrecklich. Gut, dann müssen wir doch gegen diese Rena kämpfen. Was machen wir denn hier? Oh, I don't know, man. Why? Ich hasse es. Es ist schrecklich. Ja. Sollen wir hier Lucian benutzen?
Nehmen wir Lucian. Und was nehmen wir neben Lucian? Lucian und... Lucian und irgendwas... Trevor... Stella... Orion... Helea... Was passt hier gut rein? Ich nehme jetzt einfach Malaka mit. Ist mir egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wie sieht's damit aus? Wird nicht 20% der Max HP erreichen. Ich habe irgendwie ein Gefühl, wir werden keinen killen. Aber spielt das eine Rolle? Ja, das spielt eine große Rolle. Diese Base wird nicht angegriffen. Ich habe gerade gehofft, dass sie doch angegriffen wird. No, ich habe Angst. Okay, wir geben Lucian jetzt einfach mal den Turn und dann gucke ich mal. Kill bitte irgendwen. Holy shit. So, dann mache ich ehrlich gesagt jetzt die Bombe. So. Okay, und dann mache ich jetzt das hier. So. Und dann mache ich jetzt das hier. Und dann so. Und dann ist er gleich tot. So, der stirbt jetzt. Und dann müssen wir nur noch zum Schluss diese Rina kaputt machen. Nice, hat doch geklappt. Perfekt, dann können wir Lucian wieder den Turn geben. Zack. Und dann können wir gleich wieder in einem Turn eine Bombe drauflegen. Dann haben wir das doch geschafft. Nice. Das Video geht jetzt 40 Minuten für mich. Boah, ich hätte mich so aufgeregt, wenn dann hier das auch wieder angegriffen worden wäre. Das wäre schrecklich gewesen. Nice. Cool. So, das war's jetzt erstmal. Ich habe nur 18 Monster übrig. Waren jetzt nicht so viele Angriffe. I'm sorry, aber es war schwierig, weil die alle angegriffen werden wollten und I don't know. Boah, naja, wir müssen ja Devs reinsetzen. Das mache ich nachher. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kommen jetzt zur Frage des Tages. Wir haben jetzt wieder 12 erobert, also sieht es eigentlich wieder ganz okay aus. Hashtag FDT von The Defender of Tomorrow. Warum heißt du in-game Hunter Heaven? Storytime. Und dann kommen ein paar Kommentare. So heißt seine Lieblings-Internetseite. Und darunter so mit Sternchen Hentai-Seite. Und danach so hat er mal erklärt, als der Europe-Server eröffnet wurde, konnte man seinen Namen ändern, da sein alter Name X7YouTube schon vergeben war, hat er aus Spaß Hentai-Heaven versucht und es hat geklappt. Hashtag FangirlXD. Und danach weiß ich doch, ist ja trotzdem eine Internetseite. Und darunter... Internet, richtig, richtig. So lustig, also es stimmt fast. Ja, also, als der Europe-Server eröffnet wurde, früher waren wir alle auf Global, bin ich natürlich zu Europe gegangen mit meiner Gilde und dann konnte man, oder hat man so ein Free-Namensticket bekommen. Und ich wollte mich nicht X7YouTube nennen, sondern ich wollte mich X7 nennen. Weil dieses YouTube mich, also weil mich dieses YouTube irgendwie gestört hat. Und X7 war natürlich vergeben. Und dann habe ich damals mit einer Freundin aus Spaß, also wir haben uns Namen überlegt, weil ich gesagt habe, ey, mein X7 ist weg. Und dann hat sie gesagt so, ja, nenn dich doch Hunter Heaven. Also so aus Spaß kamen wir dann irgendwie so da drauf. Nein, ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich kann mich ja auch Hunter Heaven nennen. Und sie so, ja, mach. Und dann habe ich es eingegeben. Und es ging ja zuerst nicht, aber dann habe ich auf diesem I diesen Strich nach rechts gemacht. Und ich dachte zuerst, dass dann so kommt, sind sie sicher, dass sie sich so nennen wollen? Also, dass dann diese Warnung kommt und dann hätte ich auf Nein geklickt, aber dann ging es direkt durch und dann hieß ich so und dann, naja, bin ich bei diesem Witz geblieben und jetzt sind wir dabei und so heiße ich jetzt und es ist nichts Schlimmes. Ja, also, ja. Ich finde es irgendwie lustig, also, ja. Ich habe mich dran gewöhnt, so heiße ich halt. Es gibt sehr viele sehr viel schlimmere Namen wie... Der eine aus Whitey's Gilde, ich meine, der heißt, wenn man sich das mal überlegt, Lowly Rapist, hallo? Da ist Hentai Heaven voll freundlich, oder? Richtig? Sorry, ich muss, das ist so ein kleiner Witz momentan auf dem Channel. Naja, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Das war mal ein längeres BK-Video. Keine Ahnung, wie lang es wirklich wird, wenn ich das alles rausschneide. Dieses 10-stündige Überlegen und dieses 10-stündige Rauswerfen. Beziehungsweise nicht angreifen können, weil meine Gilde da angreift. Also es liegt nicht an meiner Gilde, sondern es liegt am System. Das müssen die irgendwie verbessern. Ich meine, für Privatpersonen kann es auch nervig sein, wenn man sich da 10 Minuten eine Def aus, eine Offense überlegt und dann greift ein anderer an.
Und dann war es alles für die Katz, aber fürs Video ist es auch sehr ärgerlich, wenn dann einer angreift. Aber naja, ich hoffe, euch geht's gut. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da und ja, haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.